Moin Moin und willkommen zurück zum Let's Play Crusader Kings mit der Dynastie von Dauram, mit mir The Gentleman. Und wir befinden uns gerade mitten im Krieg gegen unseren Nachbarn mal wieder, also gegen Borno. Wir wollen hier oben den Rest von Nair uns aneignen und sind gerade im Wettlauf mit seinen Truppen, wer als erstes sozusagen geschickt unterstützt, mit halbgeschlossenen Lidern, als mein Blick dem von Chima Bakaru zum gefühlt 20. Mal an jedem Abend begegnet, weiß ich, dass ich keinerlei Einbildung besitze. Selbst von anderen Ende der Tafel aus fühlt sich sein Blick so heiß an wie die Mittagssonne. Er will mich. Und ich darf mir nichts vormachen. Auch ich begehre ihn. Oder verlangt es mich in Wahrheit danach, seine Gemahlin Chima Amita zu strafen? Spielt es überhaupt eine Rolle? Er ist gerade mal halb so alt wie ich. Also wir könnten ihn bestrafen. Wir können versuchen, seine Lüsternheit zu verbreiten. Oder wir können uns raushalten. Aber da wir ja mit Chima in Rivalität stecken, versuchen wir ihr einen auszuwischen. Anschließend lässt sich Baraku schwer auf die Matratze fallen, keucht mit halbgeschlossenen Augen. Träge wische ich ihm mit zarten Fingern den Schweiß von der Brust. Nur ein Wimpernschlag später schiebt Baraku mit einem entschuldigenden Lächeln meine Hand beiseite. Der Morgen graut schon, ich gehe besser. Könnt ihr nicht noch ein wenig bleiben, bitte? Und wir haben eine Affäre. Knapp vor unserem Tod. So. Einen Großteil seiner Armeen haben wir damit schon mal beseitigt. Dann schnappen wir uns den Rest seiner Armeen. Auch die haben wir schwer geschlagen. Leider reichen unsere Kriegspunkte durch die gewonnenen Schlachten noch nicht ganz, damit wir sozusagen das Ganze vorantreiben. Das ist wahrscheinlich jetzt erstmal das Sinnigste, dass wir hier unser Kriegsziel belagern. Die scheinen hier durchaus ganz gute Aufgebote auch zu haben. Aber nur eine Garnison von 400 Mann. Beeinflussung. Kanuri-Kultur. Gemeiner von Kanuria Herkunft wurde in den Straßen Dauch. Ein Gemeiner von Kanuria Herkunft wurde in den Straßen von Daura aufgrund ihres geringen Vergehens attackiert. Wenn ich eine Stellungnahme Partei für ihn ergreife, könnte meine Lehnsherrin Gumsu ebenfalls dieser Kultur zugehörig, womöglich deutlich erkennen, von welch guten Charakter ich bin. Doch dabei riskiere ich, meine Gleichgestellten aus meiner Kultur zu riskieren. Nein, bleiben wir bei unserer Vormachtstellung. Und wir haben ein weiteres Kind in der Dynastie. Verkaufen wir doch mal, was wir noch verkaufen können. Wie gesagt, wir sind kurz vorm Tode.
Da hilft Federlesens nicht ganz so sehr. Und wenn wir es schaffen, hier auch noch die Palisade auszubauen, wäre es natürlich genial. Komm tot. Ein Komplott beim Hofe. Mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu bekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist. Doch jemand schmiedet ein Komplott gegen mein Champion Baba. Okay, wir sind gerade gestorben. Stopp, pausieren wir das Ganze mal. Da kommen gleich erstmal massenhaft Meldungen rein. Galadima Ina von Kano hat im Alter von 72 die Tür zur Geisterwelt durchschritten. Sie starb an einem Krampfanfall. Nachdem Bori jahrelang durch sie gesprochen hatte, folgte sie nun den Ruf ins Jenseits. Galadima Zainab besteigt den Thron. Mit unerschütterlichem Selbstbewusstsein wird sie entweder Ruhm oder Schande über die Downer-Dynastie bringen. Die Zukunft wird es weisen. Sie war Kulturoberhaupt, war erhaben, aufopferungsvoll. Hat einen sehr guten Verwaltungslebenswandel hinter sich und hat in 26 Kriegen gekämpft, in 15 Angriffs- und 11 Verteidigungskriegen. Unser Erbe Zainab hat sich zumindest schon mal hervorgetan. Ist gar nicht gut, was Religion angeht, mit pflichtschuldig und hat bisher in einem Krieg gekämpft. Dann betrachten wir erstmal wieder unseren Rat. Wir brauchen erstmal einen brauchbaren Ratsspitzel. Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass wir derartig zerfasert sind. Das ist nicht gut. Für die Dynastie ist es zwar wahrscheinlich sehr, sehr gut, dass wir einige Herzöge jetzt hier haben, aber das heißt, ich habe hier ganz eklatante Probleme. Er wird erstmal mein Marschall. Dann holen wir uns doch mal ihn als Ratsspitzel. Mein Kanzler, mein Kanzler. Und er darf mein Ratsverwalter sein. Bis auf dass er robust ist, ist er zu eigentlich ganz und gar nichts zu gebrauchen. Aber immerhin sind wir Architekt.
schauen wir, dass wir Geld verdienen. Das werden wir brauchen. Dann belagern wir erstmal weiter. Oh, wir haben einen bemerkenswerten Gast. Ja. Das wäre vielleicht wirklich wer, den wir rekrutieren könnten. Leider aber eine religiöse Eifra mit fremder Religion. Das wird nicht funktionieren. Ansonsten wäre das eine gute Variante. Dann schauen wir, dass wir hier oben erstmal die Besetzung durchziehen. Gegebenenfalls reicht das schon. Nein. Dann geht es jetzt hier runter nach Rano, um seine Truppen wieder. Ein Komplott bei Hofe Maratspitzel. Okay. Nafissa gegen. Also unsere Nichte möchte ihren Mann ermorden. Lassen wir Nafissa erstmal weitermachen. Und was haben wir hier noch Spannendes? Versuchen wir erstmal unsere Magatscha-Dingsa. Kriegsruf. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Zu beeinflussen. Dann folgen wir doch seinen Truppen. Dann loben wir doch den unerschütterlichen Glauben unserem. Leider kann ich den Trupp mir nicht schnappen. Er versucht das Kriegsziel
wieder zu erobern, das kann ich nicht zulassen. Okay, das ist doch sehr, sehr schön. Damit haben wir schon mal die beiden wieder zusammen. Das machen wir doch gerne. Dass wir zum Festball kommen. Alle Gäste versammeln sich in der großen Halle von Dorama. Jetzt sind wir großzügig angelassen. Wo sind die Fässer? Ich will mich betrinken. So, unsere Truppen erstmal wieder auflösen. Wo können wir noch Verbesserungen in Angriff nehmen bei unseren Hauptbesitzungen? Dort wären ein paar Märkte möglich. Und hier unten in Rano wahrscheinlich ganz genau. Das machen wir jetzt erstmal. Dass wir die komplette Stammesfeste nochmal verbessern. Dann haben wir hier nämlich sozusagen unser Powerhouse direkt zentral. Meine Schwester und Freundin Galima Dorama ist da. Und unser Wiedersehen eine Freude. Einmal mehr essen, trinken und singen wir gemeinsam. Es wäre seit unserem letzten Abschied keine Zeit vergangen. Wir hätten in einer Scheune speisen können. Und es wäre dennoch eines der besten Feste aller Zeiten gewesen. Ich könnte natürlich versuchen, gleich nochmal hier weiterzukommen. Aber ich glaube, wichtiger ist jetzt erstmal, dass wir wieder hier ein ganz klein wenig aufräumen.
Redima Darama kündigte an, dass das Essen leicht verspätet serviert würde. Abi Bakre sieht aus, als würde er vor Verdruss gleich platzen. Welch gerade seinen Magen knurrt, hört man ihn selbst unzufrieden knurren. Ich könnte entweder höflich sein. Nö, wir lassen ihn direkt. Okay, wir werden als Ratsmarschall auch noch bestellt. Wir sind nicht mehr ganz so mächtig, wie wir es ursprünglich waren. Aber ich glaube, wir kommen hier schon mal ganz gut wieder auf einen brauchbaren Stand. Die Frage ist nur, wie wir uns sozusagen gerade genau weiterarbeiten. Noch zwei Leute am Hof. So und so ein Druckmittel kann ich schaden. Auch sie wird gegen schwaches Druckmittel freigelassen. Habe ich eigentlich einen brauchbaren Arzt noch am Hofe? Ja, Baba. Baba wäre auf jeden Fall schon mal ein brauchbarer Jungarzt. Auch Marjan wäre als weiser Mann eine Option. Ja, er ist, glaube ich, eine ganz gute Besetzung für die Rolle. Er ist nicht auf den Kopf gefallen, gilt als weiser Mann. Ist bescheiden, ehrlich, ein bisschen sprunghaft. Das klingt doch nach einem ganz guten Kandidaten für den Arztposten. Leb wohl.
Wohl. Leb wohl, meine Schwester und Freundin. Das ist doch alles semi-optimal. Schwester, ich glaube, ihr möchtet den Titel verlieren. Dann fordern wir euch erstmal zum Kampf auf, werte Schwester. Geht kurz zurück. Und die andere Hälfte, die Belagerung weiter durchführt. Die Belagerungen sollten eigentlich ganz ordentlich dann vorangehen. Und wir können ein weiteren Administrationsteil, und zwar die Großaufgebote, heißt, Vasallen geben uns 20% mehr Aufgebote. Wir können unsere Forderung erzwingen, haben unseren Anspruch durchgesetzt. Unsere beiden Armeen können damit auch wieder aufgelöst werden. Was schon mal dafür sorgt, dass wir ein klein wenig mächtiger geworden sind.
Hoch. Dritte Konkubine, passt doch. Ne, sogar inzwischen nur noch zweite. Fagaleye Daura kann heiraten. Unser Enkel. Er ist intelligent und ein Riese. Wohlgestalt bucklig. Auch dort Wohlgestalt wäre eine Variante. Sie wäre eigentlich ein bisschen alt, auch wenn sie hübsch wäre. Kerngesund ginge auch. Nein, hier unten, das ist alles unspektakulär, was da noch kommt. Daher klingt die 16-Jährige ganz gut. Sind beide auch gleich alt. Dann heiratest du Bendu. Dann haben wir schon mal bei den beiden drei Eigenschaften, die in der Familie bleiben können. Das Einzige, was ein bisschen schlecht ist, ist, dass sie krank ist. Aber ich glaube, da sollten sie drüber hinwegkommen. Und wir haben das Kulturoberhaupt übernommen. Und sorry. Das sind eigentlich meine Titel, die ihr dort verwaltet. Dann heben wir gleich nochmal wieder unsere Armeen aus. Aber wie es um den Krieg weitergeht, sehen wir dann im nächsten Teil. Bis dahin, euer Gentle.